Hallöchen und damit herzlich willkommen jetzt hier wieder zu einer neuen Runde Ranked PvP mal wieder. Ich habe irgendwie 1278 Elo, frag mich nicht, wie ich das zusammenbekommen habe, weil das eine Mal bin ich bei 1200 irgendwie ausgestiegen, weil das total rumgebackt hat. Dann habe ich irgendwie ständig Elo bekommen, weil angeblich Spieler geleftet werden aus der Runde und dann kriegt derjenige, der ja geleftet hat, minus 20 Elo und der andere, der gewonnen hat, oder der nicht geleftet ist, plus 20 und die Server haben total rumgespackt und ich bin dann irgendwie bei 1200 rausgegangen und da habe ich mich ein paar Stunden später wieder eingeloggt hier auf dem Server und dann hatte ich schon über 1300. Frag mich nicht, wie das kommen konnte. Jetzt habe ich 1278. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe sie halt und keine Ahnung. Ich wollte jetzt mal ein bisschen in ein paar Runden gehen und nebenbei ein kleines Thema ansprechen. Weil ich habe mal wieder Bock, regelmäßig wieder ein paar Themen anzusprechen. Aber gesagt, das habe ich immer so ein bisschen gerne gemacht. Irgendwie mal so über verschiedene Dinge gesprochen. Und das möchte ich jetzt gerne wieder ein bisschen anfangen. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal in eine Runde und ich rede mal kurz über dieses kleine Thema, was mir gestern Abend eingefallen ist, sprich gestern Nacht, während ich im Bett gelegen habe, weil ich konnte halt noch nicht einschlafen, weil ich so lange geschlafen hatte. Und dann kam mir nämlich folgendes Thema, und zwar habe ich das gestern Abend schon, oder gestern Nacht schon getweetet gehabt, und zwar ging es um den Schlafrhythmus, sprich lange wach bleiben oder spät ins Bett gehen und dann irgendwie bis morgens und so weiter wach sein und dann erst am Tag quasi schlafen. Ihr kennt das ja mit dem Schlafrhythmus. Das ist ja so, bei YouTube ist das ja immer so eine Sache, ne? Ich denke mal, das wissen viele von euch, dass das immer so ein bisschen, naja, nicht so einfach ist. Was ist das ja nicht für ein Kollege? Dass man oftmals den Schlafrhythmus ein bisschen vernachlässigt, was YouTube betrifft und, oder wenn man viel mit YouTube aktiv ist oder selber als Zuschauer aktiv ist. Alter, was ist mit dem los hier? Und da wollte ich mal Folgendes ansprechen und mal Folgendes sagen. Ich habe mich gestern gepostet gehabt, dass gerade, was mir auffällt, ist, dass gerade bei den Jüngeren schon häufig der Fall ist, dass die einfach einen komplett komischen Schlafrhythmus haben und komplett, ja, ihrem eigentlichen Schlaf überhaupt nicht nachkommen. Und kommen wir erstmal so. Natürlich ist es allgemein egal, wie alt man ist. Es ist komplett egal, wie alt man ist. Schlafentzug, sage ich jetzt mal in dem Sinn, oder kompletten Schlafrhythmus, den total umzustellen, ist natürlich sowieso schon ungesund, egal ob jung oder alt. Aber mir fällt einfach auf, dass es sehr viele junge Leute sind, 12, 13, 14, die einfach regelmäßig nicht richtig schlafen. Und ich kann euch da nur zu Folgendes zu sagen, oder ich möchte euch erstmal den Rat mit auf den Weg geben. Passt ein bisschen auf, was ihr mit eurem Körper macht, wie ihr damit umgeht und wie viel Schlaf ihr eurem Körper tatsächlich entzieht. Denn dieses am Tag schlafen, alle denken, ja gut, dann schlafe ich halt nachts nicht, dafür schlafe ich ja am Tag. Ja, einerseits, aber andererseits, der Körper ist darauf eingestellt, nachts zu schlafen. Und sobald ihr am Tage schlaft, habt ihr nicht diesen erholsamen Schlaf, den man in der Nacht hat. Und sobald man wirklich zu oft, und das über Jahre hinweg, natürlich muss das immer so ein bisschen auf die Jahre hinaufrechnen, natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Es gibt einfach so viele Dinge, die passieren können, die am Körper durcheinander kommen können, was alles nur auf den Schlaf zurückzuführen ist. Und das passt mich gerade zum Thema, ihr wisst ja noch, damals habe ich immer das Video gemacht zum Thema mein hoher Blutdruck und so weiter und so fort. Und selbst das könnte auch eine Auswirkung von zu wenig Schlaf sein, dass man hohen Blutdruck bekommt, dass der Körper einfach nicht mehr richtig zur Ruhe kommt und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge, die passieren können. Alter, wieso kriege ich den überhaupt nicht? Ich treffe den überhaupt nicht irgendwie. Das sind alles solche Dinge, die Folgen von zu wenig Schlaf sein können. Und da würde ich euch echt raten, passt da ein bisschen auf. Gerade wenn man noch jünger ist, 12, 13, 14, 15, der Körper befindet sich noch in der Entwicklung. Und gerade wenn man in der Entwicklung sich noch befindet, macht der Körper gerade nachts, wenn er schläft, das meiste. Ne? Dadurch holt er sich die ganze Energie für den kommenden Tag. Und passt da wirklich ein bisschen auf, dass ihr es nicht zu übertreibt. Natürlich mache ich das auch ab und zu mal. Das bei mir liegt aber auch daran, ich bin totaler Langschläfer geworden, irgendwie über die Jahre hinweg. Das war ich sonst nie. Für mich war damals schon, wenn ich um 8 aufgestanden bin damals, das war für mich schon sau spät. Mittlerweile geht das bis 15 Uhr schon. Und das ist dann oftmals der Grund, warum ich dann zu lange wach bin, weil ich einfach zu lange geschlafen habe und dadurch der Rhythmus ein bisschen durcheinander kommt. Das ist eine Sache. Aber andere Sache ist das ständige allgemeine Durchmachen, dieser komplette Schlaf. Alter, das ist doch nicht normal. Habe ich schwer, den gleichen hier zu fassen. Dieser komplette Schlafentzug. Ich glaube, ich habe schon, habe ich den gleichen eigentlich schon wieder zu fassen? Ich muss mal eben kurz gucken.
Nee, ist glaube ich nicht der gleiche. Auf jeden Fall, ich mache das auch, das würde ich auch gar nicht abstreiten, aber passt da ein bisschen auf. Ich bin ja jetzt auch keine 13, 14 mehr, ich bin jetzt 19. Natürlich gut, es ist egal, in welchem Alter man ist, es ist so oder so ungesund. Aber passt da ein bisschen auf. Genau aus diesem Grund sind ja auch Nachtschichten komplett immer so ein bisschen umstritten. Und das ist auch der Grund, warum viele zum Beispiel keine Nachtschichten mehr machen dürfen, weil einfach deren Körper das so nicht mehr mitmacht und die einfach Schlafstörungen kriegen, einfach nicht mehr diesen Schlaf kriegen, den Schlaf auch nicht mehr aufholen können. Und deswegen passt da einfach mal ein bisschen auf, das wollte ich mal so kurz dazu sagen, weil das ja einfach bei uns, natürlich gerade bei YouTube, einfach in aller Munde ist, dass man einfach nicht, Alter, ich kriege den heute überhaupt nicht zu fassen, heute, die Spieler. Dass man einfach nicht genug schläft, das ist bei YouTube ja, gerade wenn man YouTube, selber YouTube macht oder selber YouTuber-Zuschauer ist oder ein größerer Zuschauer, gerade bei Streams und so weiter und so fort. Jetzt verliere ich meine ganzen Elo, ey, die ich für so einen Mist da wieder, weiß nicht, warum auch immer ich die gesammelt habe, aber trotzdem, jetzt verliere ich die ganzen Elo hier und jetzt wird mein Server, okay, ich bin bereits in einem Spiel, aber es startet schon wieder nicht. Kann sein, dass es jetzt auch gar nicht mehr startet, ich weiß es nicht. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall sagen, passt da ein bisschen auf, was ihr da tut. Übertreibt es nicht mal, es ist gar kein Problem. Das, jeder macht das mal, jeder schläft mal ein bisschen länger, weshalb man natürlich abends nicht direkt wieder um 12 pennen gehen kann, das ist schon klar. Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen. Das finde ich gerade so ein bisschen schade, dass das auch kein größerer YouTuber, oder ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen, mal so ein bisschen anspricht, weil das Problem ist einfach, Schlafmangel macht da wirklich, kann wirklich viele Folgen mit sich bringen und deswegen, es muss ja nicht unbedingt sein, dass man sich dadurch da komplett kaputt macht, wenn es nicht sein muss. Deswegen passt da mal ein bisschen auf, aber habt natürlich trotzdem noch euren Spaß, den soll man ja auch haben, ihr sollt jetzt auch keine, nicht irgendwie euch da total, ja, sagen, oh, ich darf jetzt gar nichts mehr machen, weil, na, alles, so viele Dinge im Leben sind schädlich, das wissen wir ja alle, aber passt da ein bisschen auf. Jetzt hat er sich noch eine Suppe reingezogen, die Saudi. Komm jetzt. Ich könnte ihn locker zu fassen kriegen, aber ich kriege ihn einfach nicht. Gibt's doch nicht. So, komm jetzt her, Kollege. Jetzt reicht's mir nämlich langsam mit dir hier. Dieses Rumgefimmel hier. Hat sich wieder Suppen reingezogen. Da hat er sich wieder Suppen reingezogen. So ein Mist aber auch. Hä, wo ist er jetzt? Versteckt er sich dahinter? Ach, da ist er. Ja, wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann gebe ich es einfach auf. Dann soll ich es wohl auch nicht schaffen. Ja, komm. Alter, was? Das gibt's doch nicht. Auch er hat noch ein Herz gehabt. Alter, was ist das für ein Kampf gewesen? Ist das wahr? Oh, dieses blöde Suppenkit, ey. Okay, die zweite Runde dauert scheinbar wieder, bis sie startet. Auf jeden Fall, das wollte ich euch mal sagen. Passt da ein bisschen auf. Ich meine, jeder macht das, das wissen wir alle, aber trotzdem immer ein bisschen dran denken, es ist nicht immer ganz so geil, wenn man das so oft macht und zu häufig macht. Deswegen bleibt immer ein bisschen ruhig, immer ein bisschen locker bleiben. Aber das wollte ich euch mal auf den Weg geben, dass ihr da ein bisschen auf euch aufpasst. So, das war's quasi jetzt hier mit der schnelleren Runde. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.